So sieht die öffentliche Bibliothek also von der anderen Seite eines dimensionsübergreifenden Portals aus. Es ist eine von unendlich vielen möglichen Konfigurationen. Du weißt schon, theoretisch. Ja, das hier sieht ganz nach der Gosa-Konfiguration aus. Ray, ich glaube, diese Ereignisse sind miteinander verbunden. Die Gosa-Ausstellung, der riesige Energieimpuls, das Sedgwick-Hotel, die Rückkehr des Marshmallow-Manns. Ja? Ja, auch das hier. Alles weist auf einen einzigen Ursprungspunkt hin. Ilyssa? Ilyssa. Du glaubst, sie spielt hierbei eine Rolle? Vielleicht nicht absichtlich, aber fast definitiv. Es gefällt mir, was die hier rausgemacht haben. Ich hatte gehofft, dass uns das Portal in die Bibliothek zurückbringt. Genau genommen sind wir wieder in der Bibliothek. Die Dimensionsmembran muss hier extrem dünn sein. Jemand hält uns hier fest. Der Sammler. Ja, Azedlor will seine Sammlung erweitern. Und er ist vermutlich nicht erfreut, dass wir den Gosa-Kodex mitgenommen haben. Ach ja, wie kann uns ein perverser Bücherwurm Angst einjagen? Hey, Sammler! Wir nehmen dein Buch! Wie gefällt dir das? Genau hinter mir, stimmt's? Ja, du hast wohl seine Aufmerksamkeit, Ray. Oh Mann. Ja. Ich fühle mich etwas überwältigt. Ich meine, wir sind gegen ein paar mächtige Dinge angetreten. Einige habe ich selbst beschworen, aber dem Sammler persönlich gegenüberzutreten, wäre es ganz meinerseits. Okay, der hier ist echt stark. Für gewöhnlich verlagert er seine Kraft während seines Kampfes. Dadurch hat er einzigartige und kurzlebige Schwachstellen. Mit der PKE-Brille danach ist ein ganzer Trupp von der Sorte. Nummer 1 erledigt. Klasse. Das war der Schlüssel. Zerstört den Rest. Da oben! Da ist einer! Richtig, Mann. Du hast Probleme. Dann sollen mal die Fetzen fliegen!
echt wehgetan. Geh hinter irgendwas in Deckung. Es ist vorbei. Das hat echt wehgetan. Okay, gute Arbeit. Genau da. Wo zur Hölle wart ihr Typen? Ich hab euch in der ganzen Bibliothek gesucht, hab gerufen und gesucht. Nichts. Wir sind durch ein dimensionsübergreifendes Portal gegangen und haben ein 15-Meter-Monster bekämpft, um ein altes magisches Buch zu stehlen. Oh. Das erklärt das. Schreibt nächstes Mal eine Nachricht. Ray, sagt dir das irgendetwas? Was ist es? Ich bin nicht sicher. Was es auch ist, wir haben es wohl abgeschaltet. Denkst du, was ich denke? Dünner Boden, New York-Stil, ohne Sabellen. Vielleicht später. Jetzt muss ich zurück ins Labor und mir diesen Kodex ansehen. Eine zum Mitnehmen? Der Zubi zahlt? Wir müssen wissen, was das hier ist. Ich ruf wieder den Lieferdienst. Egan, unser neuer Boss hat schon wieder angerufen. Bitte nenn ihn nicht so. Nur Peck. Das ist schlimm genug. Peck hat wieder angerufen. Er ist ziemlich sauer. Er sagt, wenn ihr Jungs noch einen einzigen ungenehmigten Protonenstrahl abfeuert, macht er uns für immer dicht. Ich habe das Päckchen erweitert. Das ist das PVS, Plasma-Verteilungssystem. Im Grunde ein Schleimspringer. Mark II mit erheblichen Modifikationen. Die Plasmaspeicher sind im Protonenpack integriert. Es verwendet eine Basiskultur aus Ektoplasma, aus dem Material, das wir unter der Stadt entdeckt haben. Die Protokultur ist mit dem Originalmaterial und Proben diverser anderer Ektoplasma-Entitäten gekreuzt, die wir gesammelt haben. Das verleiht dem Endprodukt optimale Eigenschaften. Ein regenerierender Vorrat aus Ektoplasma, um Entitäten zu beschädigen, Schwarzschleim zu deaktivieren und anderenfalls unsichtbare Strukturen, die auf der ätherischen Ebene existieren, sichtbar zu machen. Schreib mit, das wird abgefragt.
das Symbol. Man sieht es in sumerischer Ritualmagie. Im Museum steht eine Statue als Leihgabe, die es zeigt. Was repräsentiert es? Ist nur ein Symbol für einen Weg, große Macht zu erhalten. Die meisten Kollegen denken, es ist eine alte Konstellation. Hört mal. Der Kodex meint, dass eine Art Versorgungssystem nötig ist, um Energie in eine Vernichterform zu kanalisieren. Vernichterform? Wie den Marshmallow-Mann? Möglicherweise sind das System und dieses Muster verbunden. Ist möglich. Moment. Sie sagten, die Gosa-Statue im Museum ist eine Leihgabe? Von wem? Von Ivo Shandor, dem Architekten. Naja, von der Shandor-Stiftung. Sie kontrolliert den Besitz und die Firmen von Shandor. Ivo war ein großer Sammler von Gosa-Artefakten. Mit Ivo Shandor, dem Architekten, meinen Sie Ivo Shandor, den Massenmörder? Richtig? Das hatte ich gerade untersucht, als Gosa mich angriff. Shandors Architekturbüro war Ende 1800, Anfang 1900 an vielen Projekten in der Stadt beteiligt. Einschließlich Dana Barretts Gebäude am Central Park West. Lasst mich raten. Er hat das Gebäude der Bibliothek in der 5. renoviert. Richtig. Und das Naturgeschichtemuseum. Die sind mit Shandor und diesem Muster verbunden. Seht euch das Museum genauer an. Der Bürgermeister ist heute Abend im Museum zur Galaeröffnung der Ausstellung. Ich muss auch dort sein. Okay, Egan bleibt hier und beendet die Analyse der Bibliotheksdaten. Wir anderen gehen durch den Hintereingang des Museums und verhalten uns ruhig. Peter nimmt als Elissas Gast an der Party teil, Peck soll ihn ruhig sehen. Dann können wir anderen den Rest des Gebäudes abchecken. Ich bringe Ihnen Blumen mit. Zeichen vom Kurator. Elissa sagte, er würde uns genau hier treffen. Hier prasselt es. An diesem Ort muss irgendetwas wirklich übel sein. Gute Idee. Wir sollten uns vermutlich mal umsehen. Das heißt wohl, dass wir hier nicht allein sind. Yep. Irgendetwas wollte wirklich dringend aus dieser Kiste raus. Das sind ungewöhnliche Flussmuster. Stopp, warte! Nicht anfassen. Das dachte ich mir doch. Schwarzer Schleim. Oh Mann! Wie wir schwarzen Schleim hassen! Schwarzer Schleim ist eine gefährliche Form von ektoplasmischen Überresten. Giftig für Körper und Seele. Sehr gefährlich. Egan und ich haben noch keine Kleidung oder Stiefel entwickelt, die gegen die negativen psychokinetischen Effekte dieses Zeugs schützen. Also Vorsicht! Mit anderen Worten. Die Flecken gehen niemals raus. Durch minutiöse Forschung haben Dr. Spengler und ich jedoch eine Lösung gefunden. Boah, remodifizierte Schleimsprenger. Yep, wechselt die Düsen und besprüht damit den Glibber. Der positiv geladene Schleim aus eurem Päckchen reagiert mit dem schwarzen Schleim und neutralisiert seine Ausstrahlung. Versucht es mal.
Wartet mal, Leute. Mach einen Scan von ihr. Verdammt, sie ist weg. Mir macht viel mehr Sorgen, dass sie hier für Action sorgt. Ich vermute, dass wir sie früher wiedersehen werden, als uns lieb ist. War das ein Besitzergreifer? Vielleicht. Sah nach Klasse 7 oder noch höher aus. Haben wir früher nicht mal welche der Klassen 2 und 3 bekämpft? Was ist mit denen passiert? Die waren so schön einfach. Ach ja, damals in der guten alten Zeit. Sein. Da drin. Jemand, der da raus will, der ist da drin. Hey, Kadett, geh mal rein und erledige das bitte. Sei auf alles vorbereitet. Besitzergreifer sind hinterhältig und mächtig. Oh, Dr. Rutherford. Z, der stellvertretende Kurator des Museums. Ist das ekelhafte, furchtbare Ding weg? Ist weg. Geht's Ihnen gut? Ich? Ja. Ich schätze schon. Dr. Shepard bat mich, Ihnen eine Führung durch die Einrichtung zu geben. Ich bin ein Fan. Ich hatte Sie sogar für den Geburtstag meiner Tochter engagiert. Wirklich? Naja, ich schätze, Sie können Aufkleber, Anstecker, Tassen oder T-Shirts bekommen, wenn wir hier fertig sind. Oh, das wäre wundervoll. Folgen Sie mir. Wir gehen durch die Restaurationsabteilung. Das war's. Gut gemacht. Jetzt nichts mehr aus, bevor wir uns was einfangen. Wieder. Es darf mich nicht holen. Keine Sorge. Durch mich kommt niemand an Sie ran. Watanach Kalavorn Ormon. Das Ding hat Besitz von Rays heldenhaftem Selbst ergriffen. Können Sie ihm helfen? Ja.
Lassen Sie mich dem Zubi etwas beibringen. Also, wenn von jemandem Besitz ergriffen wurde, musst du den Besitzergreifer ausschalten. Bespritz dazu den Besitzergriffenen mit Schleim. Probier's mal. Danke, Schätze. Okay. Zeig mir diesen Plasmabeutel, der der Boss ist. Hol es runter! Nein, nein. Entfernen Sie die Geisterjäger sofort aus dieser Einrichtung. Wo ist der Bürgermeister? Wir haben Neuigkeiten und einen Fototermin. Der Bürgermeister ist indisponiert. Alle Informationen für ihn laufen über mich. Oh nein, Peck. Das ist für Jock und nur für Jock. Wir warten, bis er wieder redisponiert ist. So, als seien sie schwer zu bekommen. Oh, wow! Eine Thermianer-Besitzergreifung. Ich habe so eine noch nie gesehen. Wundervoll. Hey, fast wie Silvester in der Hölle. Noch mehr Besitzergreifgeister. Kumpel, du weißt, was zu tun ist. Dann mal Power! So sehr wie einen Tank vergeigen. Der Kadett hat es drauf. Die Hand bam, bam, blitzt. Der Zubi hat Beck befreit. Hey, sieh mal, der will mich ärgern. Gesperrt. Leg
dich nicht mit mir an, Mann! Los, Tempo, Kumpel! Wir werden nicht nach Stunden bezahlt! Natürlich habe ich an meinem ersten Tag die Welt gerettet und du nur ein Tor geöffnet, also keine Begeisterungsstürme. Hässlich. Wenn man viel Zeit mit Igen verbringt, schnappt man das ein oder andere auf. Kompass, Thrasher, Notto, Burm, Fui, Gorfin! Wow, Peter hat's echt drauf. Ich habe mir schon von Besessenheit gehört, aber das schlägt alles. Ich mein innerer Igen sagt mir, dass der Schleim bei diesen Typen wirkt. Versuch wie ich dazu erhält, das Mädchen in der Wand. Dieser schwarze Schützenplan. Wir müssen ihn mit dem Schleim sprechen. Zeit. Wir müssen es nicht loswerden. Sicherheitsbüro erreicht. Jemand hat sich hier echt ausgetobt. Überall schwarzer Schleim. Es wird ein bisschen dauern, hier aufzuräumen. Hey Jungs, wenn ihr Zeit habt, öffnet doch mal Tor 3487. Das wäre eine echte Hilfe. 3487. 3487? Alles klar. Ich glaube, wir haben es. Das war's. Gut gemacht. Hey, wir werden angegriffen. Wir melden uns wieder. Danke, Ray. Bleib ruhig und aufmerksam. Wir brauchen nicht noch einen Vigo-Vorfall. Ray? Wir sitzen in einem Raum ohne Türen fest. Wie sieht's bei dir aus? Ich hab die Baupläne direkt vor der Nase und, Warte, wir haben ein Signal. Was ihr seht, ist ein Knick in der Realität. Geister haben die Tür aus dieser Existenzebene entfernt. Schleim das verdammte Ding einfach voll!